Segesta steht unter Beschuss. Wir sind natürlich diejenigen, die sie wieder erretten müssen. Obwohl wir sie damals auch unter Beschuss genommen haben. So, wir hätten Übungsplätze fertig. Wir haben eine Bireme fertig. So, wie viel haben wir denn da drin? Relativ wenig. Die können alleine auf jeden Fall das Ganze gerade nicht abhalten. Wir müssten also Leute hinschicken. Wer wäre besser als Amulius Julius, der es letztes Mal ja nicht so wirklich geschafft hat, überhaupt da in Einsatz zu kommen? Wäre jetzt eine Chance, sich zu beweisen. Braucht auf jeden Fall einige Leute. Na? So, und jetzt könnte er ihn hauen. Es ist ungefähr gleich. Der Computer spielt die anderen 409. Das könnte uns nicht so gut bekommen. Wir müssen also relativ auf Zeit spielen, damit unsere Verstärkung schnell genug ankommt. Er hat 1100 Männer. Das könnte echt böse sein. Wir haben nämlich 1200 gerade mal. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir seine dämliche Kavallerie ausschalten. Denn das war wirklich der Punkt, an dem er uns groß erwischt hat. Die anderen Sachen waren ganz okay, aber die Kavallerie ist doch echt böse gewesen. Also sehen wir diesmal, ich weiß gar nicht, wird jetzt die Belagerungsszene gezeigt? Oder ist es eine auf folgenden Posten? Ja, das ist eine normale Schlacht quasi. Würde ich sagen, wir warten, bis die Verstärkung da ist. Stellen daher unsere Leute weiter hinten hin. So. Genau das möchte ich ja erwirken. So, unsere Hastati sind die einzigen Fernkämpfer, glaube ich. Ja, Verstärkungen sind auf dem Weg, ist gut. Könntet ihr das auch jetzt richtig machen? Ich will die in die Richtung gucken haben. So, da hat er die Kavallerie, glaube ich. Da sind jede Menge Fußtruppen. Ich glaube, es sind alles Nahkämpfer. Und da sind nochmal zwei Kavallerie. Ich kann gerade nicht so einschätzen, wie weit das da hinten ist. Ich kann auf jeden Fall ein paar Meter nach vorne gehen, damit ich rechtzeitig mit ihm da reinkomme. Was sind das? Das sind meine Söldner. Die sind auf jeden Fall gut gegen die Kavallerie hier vorne. Meine Kavallerie kommt auf jeden Fall auch nach außen. Unsere spanischen Reiter sind das, glaube ich, ne? Ne, barbarische Söldnerkavallerie. Doch keine Spanier. So, dann würde ich sagen, ein bisschen nach vorne könnt ihr schon. Und schon bewegt er sich. Frage ist gerade, wie stellt er sich gerade um? Das ist ja echt... Oh! Ich glaube, er versucht jetzt gerade den Zwei-Fronten-Krieg aufzunehmen. Ja, der Großteil ist wirklich bei mir und er stellt jetzt ein paar hinten ab, die meine Verstärkung jetzt aufhalten soll. Daher machen wir ja hier so ein bisschen Gas. Und schon stellt er sich wieder um. Der Kerl war es auf jeden Fall schon. Oh, komm, jetzt gehen wir mal ein bisschen ruhig hier. Der weiß auf jeden Fall schnell zu reagieren. Das hat uns gerade ja das Genick gebrochen. Aber es wäre auf jeden Fall ein großer Gewinn, wenn wir diese Armee hier besiegen könnten. Weil diese schon so groß ist. Das wird ihm jede Menge Verluste machen. Sind das normale Nahkämpfer? Das sind normale Nahkämpfer. So, oben, die sind schon im Kampf.
Wahrscheinlich überlegt er jetzt, wenn er hier uns aufbrechen lässt. Ah, Rest kommt nach vorne. Ah, und hinten haben sie die Kavallerie zur Flucht gebracht. Versuchen das jetzt nochmal mit denen hier. Okay. Ihr könnt jetzt da vorne rein. Die machen eine Finte, die machen eine Finte. Passt auf, Leute. Ihr dreht um und greift denen an. Da kommt die Kavallerie und die wird böse. Die müsst ihr erwischen. Wenn er es schafft, die ein bisschen länger hinzuhalten, dann können unsere barbarischen Söldner die erwischen mit ihren Speeren. Ja, sehr schön. Und sie fliehen. Sie fliehen wie die Hunde. Komm. Und jetzt wird es hier echt mies. So. Unsere Kavallerie jagt deren Kavallerie nach. Wir haben es gerade noch so geschafft, die Leute hier zur Flucht zu bewegen, bevor sie unsere Leute da niedergeschmettert hätten. Die wären nämlich fast in unsere Verstärkung reingerannt. So, alle sind gerade auf der Flucht, bis auf die da hinten. Also das ist, glaube ich, ne, das ist unsere Kavallerie. Wir setzen auf jeden Fall die Schlacht fort. Versuchen jetzt nochmal so viele wie möglich... Aua, was war das denn? So viele wie möglich noch mitzunehmen hier, bevor wir abhauen. Das ist eigentlich nicht jetzt großer Sadismus. Das ist einfach nur, weil der eine recht große Armee hat. Und ich will so wenig Leute wie möglich von dem überleben lassen, damit die sich da nicht mehr groß zusammentun können. Komm, haut sie kaputt. Ihr haut die kaputt. Na los, Leute. Alle groß nochmal an der Grenze abschlagen. Das könnte nämlich tatsächlich gerade so eine kleine Wendung sein. Nachdem wir letztes Mal so aufs Maul gekriegt haben. Ihr könnt die da hinten abholen. Könntet ihr vielleicht auch... Ach so, das sind gar nicht alles meine Leute. Na gut. Ja, wie gesagt, das jetzt gerade ist nur nochmal dafür da, um die Leute nochmal alle ein bisschen kaputt zu hauen. Ich glaube, wir haben den General ja sogar getötet. Der ist ja nicht nur geflohen, der ist gestorben dabei. Und wenn ich das richtig im Kopf hatte, war das auch der potenzielle Erbe. Das wäre natürlich schon mal ein großer Sieg, dass wir den besiegt haben. Eindeutig. So. Der hat 54 Leute insgesamt besiegt. Er hat ein Zehntel von seinen Leuten behalten können, ungefähr. Und hier, wir haben das. Amulius Julius hat 808 Leute besiegt. Und Flavius Julius hat nochmal 380 Leute besiegt. Also die haben heute einen ziemlich guten Job gemacht. Also die haben auf jeden Fall gerade das Schlachtenglück sowas von gewendet. Ich bin auch schon ziemlich stolz da gerade. Hätten wir die Schlacht nämlich verloren, hätten wir Segesta abschreiben können, hätten Aretium wahrscheinlich auch noch abschreiben können. Arminium hätten wir vielleicht noch halten können. So, der hat jetzt mittlerweile ja wieder ganz viel. Hier brauchen wir wieder Leute, aber das ist ja klar, das brauchen wir hier immer. Ich glaube, die Steuersätze setzt er selber. Schmied, Markt, Stelle. Ich glaube, wir bauen den Markt. Einfach, weil der uns wieder mehr Geld gibt. Und wie wir sehen, wir haben immer relativ wenig. Wir könnten auf jeden Fall immer mehr haben.
deswegen hier nochmal Pflasterstraßen. Und wir brauchen wieder neue, diesmal ein paar Werfer. Die Velites. Ja, weiteres Merkmal. Er ist jetzt ein selbstbewusster Kommandant geworden. Er hat plus 1 auf Kommando bekommen durch diese Schlacht. Das finde ich natürlich sehr schön. Das hatte ich, glaube ich, gar nicht erwähnt. Also die Familienmitglieder, die man so hat, sind tatsächlich dann immer mit eigenen... Ah, guck mal an, jetzt will er einen Waffenstillstand haben. Nee, ich bin noch nicht mit einem, Plus rausgekommen. Den Waffenstillstand kriegst du erst, wenn ich mindestens noch eine Stadt bekommen habe. Ansonsten stehst du mir wieder dafür und blöd an der Brücke und ich will da durch und dann eskaliert das hier wieder. Daher würde ich mal sagen, das sieht nach einer schönen kleinen Stadt aus. Schöne Stadt hast du da. Dann bauen wir mal Belagerungsturm. So, und dann würde ich sagen, der Kerl braucht auf jeden Fall noch ein bisschen Unterstützung. Das könnte ja jetzt Manius Julius schaffen. Der stellt sich schon mal hier vorne hin und kriegt jetzt Unterstützung von ein paar Stadtwachen. So. Und hier kriegen wir noch mal ein paar neue Werfer dazu. Da kriegen wir noch mal, ja, noch mal Werfer dazu. Werfer sind eigentlich ganz gut. Einfach weil sie nicht in erster Reihe stehen. Und weil sie im Notfall trotzdem noch im Nahkampf kämpfen können. Okay. Dann endet diese Runde. Ich glaube, zum Belagern brauchen wir 3 Runden oder so. Dann können wir unseren Rambock einsetzen. Oh, ein Hinterhalt. Ja, das mache ich doch mal selber. Er greift mich doch tatsächlich mit 25 Leuten an. Ich nehme an, er wusste nicht, wie groß jetzt meine Armee ist und hat es einfach mal versucht. Oder zumindest nicht gesehen, dass der Verstärkung reingekriegt hat. Aber 25 Leute, das ist ja... Das nenne ich echt mal wenig. Dann stürmen wir die mal an. Schwere Kavallerie. Mal schauen, was der so macht. Schwere Kavallerie ist natürlich immer böse. Ich glaube, ich habe leichte. Ne, ich habe auch schwere. Na, wenn wir beide schwere haben, dann kriegen wir doch mal hier den kleinen Vorteil. Ich glaube, die sind an sich ein bisschen stärker, die Gallier. Aber wir haben die Verstärkung. Lob sei den Göttern. Sie haben die Herzen unserer Feinde mit Furcht erfüllt, sodass sie fliehen. Oh Mann. Ja, und das haben sie jetzt versucht. Dabei ist der gegnerische Feldherr auch noch gestorben. Kustenin von Burdigala ist gestorben. Das hört man natürlich immer ganz gerne als gegnerischer Anführer. Je weniger von diesen Leuten sie haben, desto weniger richtige Armeen können sie ausheben. Na, die holen sie wohl nicht mehr ein. Ich glaube, das können wir wohl lassen. Können wir auf jeden Fall mal schnell abspielen. Ja, komm. So. Na, habt das geschafft? Nein. So. Also, die haben 2 besiegt. Ich habe 17 besiegt. Heißt, die haben wohl noch 8 Leute. Damit werden sie mich wahrscheinlich nicht nochmal angreifen. Ich glaube, der wollte mich an sich nur so ein bisschen hinhalten, damit ich Patavium nicht angreife in der richtigen Zeit.
Britannien und Gallien haben sich gerade ein Bündnis. Bündnis zugesprochen. Das wird natürlich böse. Okay, das Volk mag mich nicht mehr. Zumindest sinkt mein Ansehen. Das kann ich gar nicht verstehen. Ich bin noch so nett. Können wir jetzt hier belagern? Können auf jeden Fall nochmal barbarische Söldner dazu holen. So, jetzt können wir auch die Siedlung angreifen. Und danach könnten wir einen Waffenstillstand ausmachen. Aber ohne diese Siedlung gehe ich jetzt nicht weg. Nur ich denke mir gerade, wenn die sich ein Bündnis jetzt machen und mich Britannien auch noch hassen sollte, dann hätten wir vielleicht ein kleines Problem. Zwar nur ein kleines, aber wir hätten zumindest noch ein Problem. Einfach weil ich noch nicht genau weiß, wo das Ganze denn da passieren könnte. Noch sind sie ja allein auf ihrer kleinen Insel. Na komm, du kannst da vorne rammen. Der Rest guckt dann mal. Das sind, glaube ich, die Reiter? Das sind nicht die Reiter, das sind normale Nahkämpfer. Was wollt ihr denn mit Nahkämpfern? Dann nehmen wir die Velites und die greifen die an. So, wir nutzen das einfach mal. Solange die Mauer dazwischen ist, da können die werfen, wie sie wollen. Komm. Puff. Ja, sehr schön. Lauft, lauft. Noch kein großer Feindkontakt und schon haben sie Verluste. Ah, da sind schon einige. Da liegen jetzt schon einige. Also ich sehe schon mal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mindestens. Also vielleicht so etwa 10 Verluste. Ohne dass wir was gemacht haben. Wir gehen mit denen nochmal ein bisschen weiter nach vorne. Wenn wir mal was greedy. Können gucken, ob wir hier nochmal werfen können. Naja, können sie nicht. Aber wir stellen den Rest schon mal zum Tor. Da werden wir nämlich gleich durchbrechen. So, die wollen zur Verteidigung kommen, kriegen aber auch gleich schon mal ein paar Wurfspeere ab. Astati können auch nochmal hier werfen. Ist ja nicht so, als könnten die nichts tun. Okay, und das Tor ist offen. Jetzt haben wir auch nochmal eine richtige Belagerung gesehen. Und jetzt können wir nämlich nur mal reinchargen. Lauft alle rein. Und ihr auch. Kommt. Das Dumme ist natürlich, man hat hier diesen kleinen Zugang. Da kommt man relativ schwer durch. Aber dadurch, dass die jetzt nur diese kleinen gallischen Nahkämpfer hatten, hat die Kavallerie natürlich leichtes Spiel gehabt. So, die sind auf jeden Fall besiegt. Wir hätten hier noch zwei. Den barbarischen Kriegsherr mit einer Kavallerie und nochmal eine leichte Infanterie. Das heißt, wir können unsere Leute hier vorne mal wieder zusammentun. Wir sehen, das dauert ein bisschen hier vorne, bis wir da durch sind. Das ist dann doch immer so eine Sache. Aber das ist auch im generellen Leben auch so. Das dauert echt lange, bis man da sich durchgedrängelt hat. Oh, da ist der Nachzügler. Ich komme zu spät zum Krieg. Ja, ja. Krieg verpennt, ne?
Wieso sind hier... Hier waren doch gar keine. Hab ich da etwa was nicht mitbekommen und dann kamen da von hinten welche? Sieht zumindest gerade so aus, als wäre hier ein kleiner Kampf stattgefunden. Du gehst jetzt nicht einfach wieder. Bleibst du wohl da? Bleibst du wohl da? Das ist immer noch Krieg. Wir treffen die sich einfach wieder. Nun gehen wir wieder. Ja, ja. Ihr wollt ja eine Stadt einnehmen. Damit wir hier mit einem Pluspunkt aus dem Krieg herauskommen. Danach können wir gucken, ob wir wieder beim Volk beliebter werden. Na kommt. Noch ein Stück, noch ein Stück. Die brauchen da hinten einfach zu lange. Ah, jetzt kommen sie. Ja, dreht ruhig um, dann erwische ich euch noch besser. Lauft, lauft. Ihr habt da gerade einiges gut gemacht. Beim Erstkontakt haben die schon so viele von denen erwischt. So, und jetzt rennt er genau in meine barbarischen Söldner rein. Dann war es das auch mit der Kavallerie. Dann klappt es auch mit den Nachbarn. So, da würde ich sagen, ha, da haben wir nochmal den General erwischt. Das sehe ich genauso. Deswegen gehen wir hier mit den Leuten auch von der Seite rein. Greift ihr wohl alle an? So. Kavallerie ist natürlich immer so eine Sache, besonders gegen die Leute. Deswegen hoffe ich jetzt, dass man von hinten da mehr machen kann. Einfach weil die, jetzt von allen Seiten so ein bisschen angegriffen werden. Daher hoffe ich einfach, dass die jetzt schnell aufgeben dadurch. Wir ziehen jetzt aber mal die Kavallerie wieder zurück. Und schicken die Hastati einfach mal hier zur Seite. Dass die so ein bisschen zur Seite reinrennen. Nein, ihr sollt nicht... Och. Ja, also manchmal ist die KI echt gut. Und manchmal hat sie so seine, ihre Schwächen. Aber auf jeden Fall eine viel bessere KI als in Rome Total War zu Anfangs. So viel muss dann doch mal gesagt werden. So. Jetzt können wir die so ein bisschen weiter einrunden. Na, Stadtwache. Die wird wohl nicht überleben, nicht gegen drei. Nicht, wenn sie keine Hilfe bekommt. Helft doch der armen Stadtwache. Na gut. Dann helft ihr nicht. So, und jetzt können wir mit der Kavallerie nochmal reinrennen und dann sollte die Stadt eigentlich unser sein. Na, wo bleibt er denn? Rennt ihr wohl rein? Da sind sie. Hui. Aber was für ein Sprung von dem General hier. Nochmal kleine Kunststückchen vorgeführt. So, ich glaube, das war's jetzt. Sehr schön. Wir haben zwar auch ein bisschen an Verlusten eingefahren, aber wir haben auf jeden Fall jetzt das große Plus gemacht, dass wir ja Mediolanum eingenommen haben.
Die wird jetzt natürlich besetzt. So, und jetzt ist die große Frage. Sind wir so gierig und holen uns noch Patavium? Oder lassen wir das? Aber ich glaube, diese Frage werden wir uns erst im nächsten und letzten Part stellen.